Instrument können Sie, glaube ich, auch abrechnen. Bei einer Privatrechnung eine scharfe Kante. Sie kratzen damit unter Kieferfrontbereich, retromolarer Bereich, Crista zygomata clavularis, Spina lateralis anterior, und Sie bekommen sehr schnell Knochen in einer guten Qualität. Nicht zu hart, nicht zu weich, und Sie können ihn gut anlagern. Dieser Patient hatte einen Knochenblock bekommen, Halilungo, der misslungen war. Er wollte nicht erneut eine Blocktransplantation. Sie sehen, aufgeklappt, das sieht alles sehr schmal aus, Implantat eingebracht, viel mehr stabil, aber fast bis zum Apex nicht knöchern gefasst. Wir haben dann zunächst mit dem Scraper-Knochen entnommen, haben das Implantat mit Knochen abgedeckt. Und gerade bei den modernen Implantatoberflächen, bei den hydrophilen Oberflächen, hat man das Gefühl, dass dass die Implantatoberfläche den transplantierten Knochen ansaugt. Knochen draufgebracht, etwas als Resorptionsschutz aufgelegt, Membran aufgelegt, gestieltes Bindegewebstransplantat und das Ganze zugelegt. Das ist nach Nahentfernung. Dann Freilegung, 4 Monate später, Z-Plastik, um das Lippenbändchen zu lösen, Implantat freigelegt, sieht eigentlich ganz manierlich aus, und das ist das Endergebnis. Trotz dieser insuffizienten Vorgeschichte, trotz der Vorgabe, nicht zu ausgiebig zu arbeiten, eigentlich ein relativ unauffälliges Ergebnis.